Hallo und herzlich willkommen bei JaCollects und zwar heute mit der Thematik Star Wars, das Erwachen der Macht, die 3,75 bzw. nennen sie auch 4-Inch Action Toys. Früher von Kenner, heute von Hasbro. Ja, man sieht, ich habe ein bisschen zugelegt, ich habe mir so ein bisschen schon was geholt. Eigentlich alles, was mich interessierte, ist also dann auch da. Gut, da hätten wir verschiedene Dinge, die bislang rausgekommen sind. Und zwar die Figuren Doppelpacks. Obwohl, ich hätte vielleicht mit den Einzelpacks anfangen sollen, aber egal. Das sind also dann die Figuren Doppelpacks, immer mit zwei Figuren. Komme ich dann später nochmal zu. Gibt es also verschiedene Arten. Da haben wir hier den C3PO und den R2-D2. Dann haben wir, das sind neue Figuren, Uncas Tuck und Yaku Scavenger. Das sind dann halt die beiden mit BB-8 drin. Ne? Also jetzt mal hier so groß und mal in klein. Ja. Und diverse andere Themen noch, dann aus Clone Wars, nee, aus Rebels, den Vader und Ahsoka. Dann aus, also verschiedene Dinge auf jeden Fall, aus anderen Filmen auch. Hier Anakin und Yoda und Obi-Wan und Commander Cody. Das heißt also auch Figuren aus anderen Themenbereichen bzw. anderen Filmen wurden erstmal mit verbraten, denn wenn man Geld machen kann, dann ist natürlich, sind die Konzerne natürlich immer schnell dabei. Zu den Figuren komme ich dann später nochmal. Es gibt natürlich dann die, um hier schon mal ein bisschen Platz zu schaffen, die Einzelfiguren. Habe ich hier mal Captain Phasma und den TIE-Piloten als Beispiele. Ich weiß gar nicht jetzt, wie Figuren es insgesamt geworden sind. Also ich habe jetzt den Karton da unten voll. Und eigentlich so gesehen alles drin, alle Waves, die bislang dazu rauskamen. Nochmal zur Thematik der Sachen aus anderen Filmen, die unter dem Label Episode 7 halt mit verbraten werden. Gut, steht jetzt hier oben nicht drauf. Kylo Ren ist auch nicht oben in der Ecke. Aber hinten wird halt auch der neue Star Destroyer beworben von First Order und der neue Millennium Falcon daran zu erkennen, dass auch hinten, da ist halt ein kleiner drauf, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, da die eckige Schüssel ist, die ja seit okay, der Jedi-Ritter quasi so gesehen dran ist, da ja Lando die große Salatschüssel quasi im Todesstern verheizt hat. Nochmal was anderes, der Y-Wing von aus den Disney-Parks, den es da offiziell nur dort zu kaufen gab. Jetzt in neuer Verpackung mit Kylo Ren unten drin. Und dann natürlich die, ja, da geht's weiter. Natürlich erstmal die kleinen Sachen und da kommen wir jetzt endlich mal zum Eingemachten, zu Episode 7, das Erwachen der Macht. Der Speeder von Rey in der US-Ausführung, der hatte ich mir damals schon im September bestellt. Ich komme jetzt allerdings erst dazu, die Reviews zu machen. Hinten nochmal als Modell drauf, das ist so das kleinste eigentlich der Fahrzeuge, was ich habe. Dann sieht man auch schon hinter mir stehen, natürlich der schwarze X-Wing von Poe. Mal eben irgendwo anders platziert. Ist mir ganz schön eng hier. So. Dann hätten wir noch den Force Awakens TIE Fighter, den neuen. Den Special Forces. So sieht er aus. Kennt man ja mittlerweile auch schon. Komme ich jetzt aber auch noch nicht zu, denn ich. Warum klein denken, wenn man gleich mit dem Großen anfangen kann? Und zwar den neuen Millennium Falcon. Aus Erwachen der Macht, mit den Zusatzfiguren halt Finn, BB-8 und Chewbacca. Wird immer groß angepriesen, so das größte ultimative Fahrzeug, also das Deluxe-Fahrzeug so gesehen. Gucken wir uns erstmal so die Verpackung an. Sieht also das Artwork, finde ich, von allen Sachen, die ich bislang habe, die Artworks finde ich absolut genial. Also sehr schön dargestellt. Oben, das erinnert natürlich ein bisschen jetzt wieder an, ja, so leicht an die Power of the Force 2 Geschichten, gerade mit dem Lichtschwert. Aber von der Thematik her hatten wir das ja schon mal mit dem, da wo jetzt Kylo Ren in der Ecke ist, mit dem guten Darth Maul. Also ähnlich aufgezogen, aber ansonsten von der Farbigkeit, von der Umsetzung des Artworks, was denke ich mal kein Foto ist. Denn zumindest bei den anderen, bei dem X-Wing und beim TIE Fighter sind es keine Fotos, da sind es also richtige Artworks.
schön umgesetzt. Dann auf der einen Seite halt, ich denke mal, ich ziehe ein bisschen mehr zurück. Nochmal so ein bisschen Beschreibung, was man innen alles machen kann, was man anstellen kann. So zieht sie dann auch von hier über die Kante das Bild halt so ein bisschen rum. Schön mit dem Sichtfenster unten drin. Dieses angepasste Sichtfenster, nicht nur so ein eckiges Ding unten hingesetzt, gefällt mir ganz gut. Auf der anderen Seite ein sehr schönes Artwork von Finn und Chewbacca und BB-8 natürlich. Von den Figuren, die auch mit enthalten sind. Finde ich also auch super umgesetzt, also realitätsnah von der Gestaltung. Unten haben wir noch mal ein bisschen was ansonsten noch so, ja, ich weiß, es werden sich vielleicht jetzt einige aufregen von wegen so, nein, Scratchmarks auf dem Karton. Für die, die es nicht wissen, Scratchmarks sind die oder Shelfware. Wenn der Karton drüber weggezogen wird, hat der hat hier eine Macke gehabt. Ich pflege meine Kartons schon, die ich habe. Fliege ich seit Anbeginn meiner Star Wars Zeit in den 70er, 80er Jahren. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich den bloß mit Samthandschuhen anfasse. Genau wie die Toys, die da drin sind. Für mich jetzt auch keine, gerade jetzt diese Sachen jetzt auch nicht unbedingt die High-End-Sammlerstücke darstellen. Aber dazu komme ich dann später noch. Sondern ist halt Spielzeug und ich betrachte das Ganze auch als Spielzeug. Jetzt nicht von der Sicht des High-End-Sammlers aus, was denn da alles dran falsch ist, sondern ich betrachte es einfach, und das werde ich auch bei meinen anderen Reviews dann auch so fortführen, ich betrachte einfach die Toys wirklich als Spielzeuge, wofür sie dann auch beschaffen sind, was gut dran ist, was schlecht dran ist, worauf man hätte verzichten können. Aber dazu dann mehr und natürlich die Rückseite dann noch, auch noch mit Features, die halt das Ding bietet. Aber diese Features brauchen wir uns jetzt nicht auf dem Karton angucken, wenn den ich packe, das Ding jetzt nämlich aus. So. Geöffnet habe ich den schon, da ich fürs Archiv schon mal die Innenverpackung fotografiert habe, wie ich es auch immer mache. Das müsste ja eigentlich aufgehen, aber geht nicht auf. Nein! Wieso klemmt der da? Wieso klemmt der da an der Lasche? Okay. So. Okay, jetzt haben wir das Ganze so. Witzig finde ich, interessant finde ich, dass man erstmal die Figuren einzeln rausnehmen kann. Wie in so einer Schublade stecken die ja bis drin, sind nicht festgeklebt. Zu den Figuren an sich. Nur wollte ich auch mal sagen, ich drucke die dann später aus der Verpackung. Ich packe erstmal das Gesamtteil aus. Damit der Karton dann erst vom Tisch ist. So. Und mal gucken, wie mächtig der ist. Denn man ist ja aus der Vergangenheit natürlich was Großes gewohnt. Wenn zwar Hasbro hieß, was Großes, dann hat man so in den Abmessungen des Legacy Falcon, also des mächtigen Riesengeschosses halt, hat man immer noch so im Hinterkopf, oder halt das große AT-AT, die man am Karton jetzt schon gesehen hat, kommt das sicherlich nicht an dem ran. So, jetzt haben wir hier oben noch ein paar Sachen, die sind aufgeklebt, das heißt einmal, wir haben hier eine Bedienungsanleitung. Und wir haben hier ein Sticker-Sheet. Das heißt, ein paar Aufkleber sind wie in Urzeiten eigentlich immer noch vorhanden. So, dann geht es hier hinten auf. Und dann ziehen wir das Vehikel mal hinten raus. Ich drehe mal um. Weil das ist nämlich das. Nämlich richtig rum und klemmt ein bisschen, hakt ein bisschen. Also, der steckt da quasi nur drin. Was man allerdings auch schon kennt von dem Power of the Force 2 Falken, also wer den noch hat oder kennt, prinzipiell so war das. Ja, und das ist halt die Größe, die er hat. Ist also ein normales Spielzeug, hat, ohne jetzt nachmessen zu wollen oder zu müssen, wird er auch so die Abmessung des Tonka-Power of the Force 2 Falken haben. Auch mit den Öffnungssachen von der Größe her. Effekte, gut, hat er jetzt erstmal keine. Zum Karton eben noch mal kurz zu sagen, wegen der Öffnung. Er war sowieso nicht mehr jungfräulich. Er war zwar zugetaped, auch sehr sauber zugetaped. Allerdings war es so, dass das Kaufland, wo ich den her habe, erstmal den Falken runtergesetzt hatte oder im Angebot hatte für 89 Euro. Da konnte ich also wirklich nicht nein sagen. Ich meine, mal sind sie, glaube ich, bei 59 oder 69 Euro. Die hat man nämlich, die hat mich vor, mal, schon mal vor, was ich rausgenommen.
nämlich schon mal zwei Batterien beigepackt. Ist nett gemeint. Ich fand es aber ein bisschen blöd, dass die einfach nur lose quasi bei den Figuren, also unter den Figuren, rollten die halt hin und her. Und ich finde es immer unpassend, wenn Batterien halt nicht zugeschweißt irgendwo, irgendwo untergebracht sind. Deswegen die erstmal an die Seite. Gut, der Falke, jetzt muss ich ja wieder rechnen, weil ich will erst meinen Falken da die Figuren ja auch vorstellen. So, die Batterie nochmal da unten geparkt. Ob's denn, die rollen nicht weg? Nee, andersrum. So. Dann kommen wir jetzt erstmal zu den drei beigepackten Figuren, die in dem Set vom Rasenden Falken enthalten sind. Und zwar den Chewbacca, den Finn und den BB-8. Ich drücke die jetzt langsam mal aus der Packung raus hier. Ich glaube, diesen sieht man nicht mehr mit, nicht wie sonst, mit Gummis befestigt. Wie man es jetzt noch aus der Black Series kennt. Es raschelt ein wenig. So, einmal den Chewbacca. Ich merke jetzt als erstes, dass die Gelenke doch ein bisschen schlackern. Ja, ein bisschen abschlackern. Das ist interessant, ich hätte jetzt mal den Chewbacca aus dem Legacy Falken zustellen können. Weil der auch ein Headset hat, allerdings noch voll artikuliert ist. Als nächstes schaffe ich mir mal den BB-8. Ich spiele schon mal ein bisschen rum. So. Die kleine Murmel. Und zu guter Letzt den Finn. Ah, ich will nicht viel zerdeppern, weil ich will die Verpackung ja auch wieder nicht ja so gesehen noch behalten. Aber, oh, Junge. Ach, die Waffe war unten noch festgeklebt. Okay. Genau wie der Bowcaster von Chewie, der hier auch noch mit Tesafilm befestigt ist. Ich weiß nicht, wie ich den rauskriege. Ich habe nämlich jetzt mein Messer nicht dabei. Um jetzt wieder aufzustehen, das Messer holen und sowas. Ah, geht auch so. Okay. So, das Original Tesafilm klebe ich hier an die Seite. Das Original Hasbro Tesafilm aus China. Okay, so. Naja, der Falke muss das abkönnen. So, dann drücke ich dem Chewie mal die Waffe in die Hand. Gucken, ob das so einfach geht. Also die Finger sind doch sehr geschlossen. Und die Waffe ist sehr weich. Jetzt mal gucken hier, wie das... Also für ungeduldige Kids ist es nichts. Man muss hier so ein bisschen reindrehen. Okay. So, ich hoffe, dass die jetzt auf so einem Bild sind. Und der Finn C-Punkt dazu. Wenn er entstehen mag. Hey, das sind nur 5-Punkt artikulierte Figuren, die müssen stehen. So, gehen wir bloß bei den überartikulierten. Gut, die drei Figuren will ich jetzt noch mal näher betrachten. Kommen die beiden erst noch mal zur Seite. Ups. Wie gesagt, der Chewie, der hat ein bisschen schlackernde Gelenke. 5 Poa. Nee, Chewie hat nur 4 Points of Articulation. Das heißt also nur die Gliedmaßen. Aber die Tasche ist lose. Da haben sich tatsächlich nochmal ein Werkzeug für gegönnt. Dass also die Tasche nicht wie beim Vintage Chewbacca halt mit am Bein befestigt ist und sich quasi beim Bein mitdreht. Sondern dem haben sie tatsächlich hier nochmal ein Gurt dazu gegönnt mit Tasche unten dran. Dann das Funkgerät kann man, sehe ich hier gerade, an dem Gurt anklippen. So. So ein kleiner Riegel dran. Ja gut, 5-Punkt-Artikulation. Die Vintage-Leute kennen es ja. Einfach nur Arm hoch und dann bap, bap. Ein bisschen drehen. So. Ansonsten finde ich den sehr gelungen. Muss ich schon sagen. Also auch wenn jetzt nur 5 ja, die schlackern. Ja, Schlackerbeine. Schlacker. Auch wenn jetzt nur die 4 Punkte hat, ist der also selbst die Zehen sind dargestellt. Also finde ich schon ziemlich cool. Und zum in die Vitrine stellen ist es okay. Zum Spielen definitiv auch. Man muss da nicht erst großartig was hinbiegen und Füße einstellen, wenn man den nur erstmal in die Sitzposition bringen möchte.
Und wenn man ihn hinstellen möchte, einfach selbst die Arme nach vorne steht er. So, zack, patz. So, vielleicht ist er jetzt ein Bild. Also super gemacht, den Chewie. Finde ich gut. So, dann kommen wir mal zum Finn. Wenn wir schon bei den stehenden Figuren sind. Da hat er eine Jacke. Die Jacke ist lose. Das heißt, dieses Oberteil, das könnte man ihm quasi auch entledigen. Der Gurt hängt mit dran. Ist aber hier unten, sehe ich gerade, eingeklippt. So. Also auch 5 Punkte. Also der Schuljahr war ja 4 Punkte, aber der hat 5. Das heißt, der Kopf dreht sich noch. Die Waffe sitzt gut in der Hand. Ich brudel hier jetzt die ganze Zeit rum, wie man sieht, und trotzdem fällt sie nicht ab. Und hier unten dran, da. Da ist dieser Gurt an der Jacke befestigt. Da kann man es sehen, kann man auch lösen. Wozu das jetzt gut ist? Na gut, es macht den Effekt halt, dass die... Ach so, damit sie, klar, logisch, die Jacke überhaupt anlegen können. So, jetzt muss ich den jetzt hier wieder zusammenzubrüdeln. Das müsste eigentlich so gehen. So. Okay, jetzt hat er die Waffe doch verloren. Und auch hier ist wieder ein kleiner Haken am Start, am Funkgerät oder am Sendeteil, um den dann hier unten in der Jacke oder beziehungsweise im Gurt halt festzuklemmen. Sonst vom Charakterbild, welchen ich noch in Erinnerung habe, finde ich eine auch sehr gut, also vom Gesicht erkennbar. Sieht also nicht aus wie Vater, sondern sieht schon aus wie Sohnemann. Wer jetzt immer noch nicht weiß, wer der Vater ist, dann wartet ab. In ein paar Tagen kommt ja dann die große Auflösung, aber ich denke mal, so weit im Internet schon rum, dass es halt, ich denke mal, die meisten, die werden sich sowieso zu spoilern oder Ende sind halt enttäuscht, weil irgendwie sich das Ganze doch anders vorgestellt haben. Ich weiß es nicht. Ich habe mich nicht gespoilert, das ganze Jahr oder anderthalb Jahre jetzt. Nicht mehr in Foren gewesen. Zumindest nicht auf den, nicht in den Sets rumgewühlt, wo halt gespoilert wird, sondern naja. Ich bin quasi fast noch jungfräulich. Den letzten Trailer habe ich mir gegönnt, ich habe es bereut. Weil er doch wieder eine ganze Menge verraten hat und nee, scheiße. Gut, aber auch Finn steht, der hat so einen leichten, ist ja auch von der Beinhaltung auch so ein bisschen angepasst, dass der nach vorne tritt. So einen Schritt nach vorne macht. Also sie stehen nicht mehr so ganz so steif. Sondern haben schon eine gewisse Haltung, die sie annehmen können. Finde ich auch gut. Also der Faltenwurf der Jacke, die ganzen Details. Außer, dass jetzt natürlich die Überartikulation fehlt. Finde ich die, ich gucke mal die falsche Kamera. Ich meine die Detailkamera. Vor mir ist die auch die richtige. Finde ich die also super umgesetzt. Also vom Skype her. Aber von der Modellierung her super. So, jetzt haben wir die kleine Kugel. Die rollt nicht, die rutscht nur. Ups, ich kann Steine zum Klingen bringen. Nee, zum Singen bringen. Dann machen Sie es doch mal. Der kann bloß klingen. Ist auch so ein kleiner Stein. Also rollen kann er nicht. Also er hat jetzt nicht den Effekt, dass er jetzt so filmmäßig halt durch die Gegend eiern kann. Und auch der Kopf, der ist halt drehbar. Also hier war eine klassische oder eine typische Einartikulation. One point of articulation. Es geht also immer noch. Ich weiß gar nicht, gibt es auch einen Nullpunkt? Bislang fällt mir jetzt keine ein. Obwohl manche Druiden, doch, diese kleinen Druiden, die mal bei den Javas waren, die hatten überhaupt keine Artikulationspunkte. Gut, kann ich jetzt nicht zu viel zu sagen. Er ist beschmutzt. Ein bisschen so mit. Ja, es sieht ein bisschen mehr grün aus als braun, aber ich vermute mal, es soll hier Schmutz von Yaku sein. Ansonsten, er lässt sich nicht wackeln, nicht nach vorne, nicht zur Seite. Er ist also bloß zum Drehen da. Ich finde den Kleinen eigentlich doch ganz putzig. Also, zuerst war ich so ein bisschen skeptisch, wie ich ihn dann zum ersten Mal gesehen habe. Ach doch, man kann den Kopf ein bisschen. Er hat bloß festgesessen. Ja, da kann man es auch, wenn er oben reinguckt, dann sieht man den kleinen Schlitz, wo er dann den Kopf halt auch hin und her bewegen kann. Und man kann da schon so ein bisschen. Hallo? Schon auch ein bisschen mit rumspielen. Also er hat dann zumindest 2 Points of Articulation. Hat einmal das Genick und dann den, dass er den Kopf drehen kann. Super. Ansonsten von den Details auch wieder toll. Bemalung
nicht drüber gemalt. Also bei den letzten Black Series-Figuren, Stormtrooper-mäßig, war ja immer zu lesen, dass die Bemalung halt nicht so prall war. Ich habe einen Stormtrooper, ich finde ihn gar nicht so schlecht. Aber nun gut. Also ich finde, die kann da jetzt nichts gegen sagen. Es ist Spielzeug, man will die Figuren halt, man will damit rumlaufen, will sie hinstellen und nicht dann wie bei den überartikulierten Figuren, dass sie laufen umpurzelten. Und man laufen mit diesen Stands und dann Füßen dann irgendwie, also ich nicht, aber die, sag mal, wenn es im Kinderzimmer auftauchte, dann fand ich es ein bisschen übertrieben. So, jetzt nehme ich mal die Folie runter. Ich nehme mal die Figuren vorsichtig erstmal an die Seite, nicht die unten hin, wo ich die Batterien geparkt habe. Und komme jetzt. Natürlich, Moment, jetzt bin ich am Überlegen. Was mache ich jetzt als erstes? Oh, kleiner Hänger, verdammt. Ich bin gleich wieder da. Ich check mal kurz die Kameras und dann bin ich gleich wieder da. So, schawupp dich, bin ich wieder im Bilde. Also in dem Kamerabild quasi. Dass jetzt irgendwie keiner denkt, ich weiß nicht, wovon ich rede. Ich habe hier zumindest mal den Legacy Falcon mir mit dazugestellt. Einfach um nochmal zu sehen oder um zu vergleichen, wie sich jetzt die Größe des neuen Falcon zum letzten Falcon herauskam. Verhält der auch als einmal in der Legacy Collection 2010 natürlich rauskam. Und dann nochmal 2013 oder so Ende des Jahres. Nochmal als TVC, das heißt in der Vintage Collection. Der allerdings es nicht nach Deutschland geschafft hat, außer man hat ihn halt importiert und das war natürlich auch schweinteuer. Mir reicht der, ich brauche da nicht irgendwie einen Falken im Karton stehen haben, den ich nicht auspacke, nur um sagen zu können, ey, ich habe die Eier und ich habe ihn. Deswegen ausgepackt, steht er jetzt vor mir, geiles Teil, riesengroß, Cockpit, 4 Personen. Aber ich kann da nochmal ein extra Review machen, aber ansonsten gibt es da schon eine ganze Menge auf eBay. Mir ging es jetzt um den Vergleich und das ist der neue. Man sieht also deutlich, dass sich da, ja, dass er wieder kleiner geworden ist. Das heißt aber auch für Kinder halt wieder viel besser zum Hantieren und zum Rumspielen. Wobei der Große, ich weiß jetzt nicht, was er auf die Waage bringt, aber doch schon ein bisschen, hier vorne die Tus kann man nicht, also die Schoßzähne kann man nicht anfassen, man muss den also so heben. Und selbst Erwachsene, die Bandscheibenvorfall haben, die können den also, denke ich mal, nicht so leicht transportieren. Ist also schon ein mächtiges Ding. Ich packe den erstmal wieder an die Seite. Ups. Wie gesagt, ist alles etwas eng hier hinten. So, das mal als Vergleichsstück. Und dann befassen wir uns mal mit dem neuen Force Awakens Falcon. Fangen wir mit der Unterseite mal an. Was man schon mal sieht, wer jetzt den Power of the Force Falcon kennt, es fehlen die Landestützen. Das fiel mir auch so auf, dass jetzt darauf halt verzichtet wurde. Hier scheint ein Schalter zu sein. Wahrscheinlich um ein Start- oder Landegeräusch halt zu machen. Die Kanone ist nur modelliert. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob beim, wie es bei dem Legacy, beziehungsweise bei dem, ich könnte es gucken, aber nee, jetzt habe ich nur unten stehen. Bei dem Power of the Force, beziehungsweise Vintage Falcon ist. Oder halt, klar, OTC, da kam der Falcon auch nochmal raus. Natürlich nicht zu vergessen. Aber der ist also schon dicht an dem, von der Form und von der Ausführung her, schon dicht an dem Vintage bzw. am Power of the Force 2 Falcon dran. Das Cockpit, jetzt wie beim Legacy, lässt sich nach oben klappen, also nicht mehr seitlich wie bei Power of the Force und dem Vintage Falcon. Das fällt mir schon mal auf. Hinten sind Aufkleber, nicht wie beim OTC, der ja mal nicht geleuchtet hat. Ich meine doch, als einer von den Kleinen geleuchtet hat. Ich habe den nämlich nie gehabt. Aber zumindest, hier ist auch ein Knopf. Das sind überall Knöpfe. Da muss ich gleich mal die Batterien reinbauen. Und hier fehlt noch was. Nee, da ist ein Hebel. Aber fehlt auch das Geschütz. Da fehlt ein Geschütz. Da fehlt ein Geschütz. Wo ist das Geschütz? Hier sind die Batterien. Ich denke, das Geschütz da schon irgendwo mit am Start sein wird. Es nicht. Nanu. Wurde es etwa verloren gegangen, als Kaufland den Karton mit den Batterien bestückt hat?
Oder habe ich die verbaselt, als ich das Ding schon mal fotografiert habe? Wäre natürlich jetzt ein bisschen doof. Da wüsste ich nämlich gar nicht, wo die sind. Puh. Egal. Packen wir es mal weiter aus. Ich gucke erstmal, wo die Batterien reinkommen. Da sind Schrauben. Wir haben also wieder haufenweise Schraubenlöcher. Mögen manche auch nicht. Ist aber nötig, um halt so eine Sache zu fixieren. Nur Klippen reicht halt nicht. Und da sehe ich schon, ich brauche einen Schraubendreher. Und den hole ich mal eben. Bis gleich. So, bin wieder da. Bin schneller als gedacht. Ich hätte die Kameras eben gar nicht ausmachen müssen. Gar keinen Schnitt setzen müssen, weil der lag gleich hier vorne vor der Tür im Flur. Wo war jetzt das Schraubloch? Da war das Schraubloch. So. Dann öffnen wir mal die Kiste, packen schon mal die Batterien rein. Dann habe ich hier gesehen, dass hier auch noch irgendwelche Schutzpappen angebaut sind, damit manche Knöpfe halt nicht betätigt werden. Könnte gut sein, dass da dann irgendwas wegfliegt oder irgendwas aufgeht, wenn man dagegen kommt. Denn ohne Batterien kein Sound. Also deswegen ist es nicht wegen des Sounds gewesen. So, dann haben wir hier unten den Ein- und Ausschalter, wie es aussieht. 1, 0, ja. So, dann gucken wir mal, was jetzt der Schalter unten runter macht, wenn man den Falken jetzt wieder hinstellt. Gar nichts. Was glüht hier, aber ich weiß nicht was. Es passiert momentan noch gar nichts. Hier ist so ein komisches Pappding, das muss ich mal abmachen. So, kurz mal zeigen. Da auf der Rucksack hier in dem Schalter. Hui. Ja, ist gut jetzt. Nice. Also das waren schon mal die Geräusche. Ich hoffe, dass man das auch wahrgenommen hat. Gut, war ich jetzt etwas überrascht? Ah. Startgeräusch. Und sobald er runterkommt, der zweite Impuls, merkt man so ein leichtes Umschalten. Und das Triebwerk runterfahren. Geil. Ja, ist natürlich blöd jetzt mit der Schüssel. Ich mache den Bau erstmal trotzdem weiter auf. Vielleicht sind sie auch drin untergebracht. So, das hat man jetzt ja schon mal, dass die Kanzel aufgeht. Hier ist noch ein Gummiband befestigt für ein Gimmick. Ein Gimmick, was ich allerdings auch sehr, sehr geil finde. Ja, Ruhe. Ist gut, Kleiner. Ist gut. Hui. Okay. Also man merkt, es brummt und dröhnt an allen Ecken. Wow. Okay, dazu ist der Knopf hier hinten. Passiert auch was? Nein, da passiert nichts. Okay, was haben wir hier noch an Schaltern? Hier haben wir noch einen Schalter. Da ist ein Knopf und da ist ein Knopf. Achso, das ist nur zum Lösen des... ja. Hex. What the heck? So, und da weiß man ja, dass es... Ach, da liegt alles drin. Sehr schön. Da liegt im Falken, haben sie dann die Bedienungsanleitung reingepackt, die Warnungszettel in Schlagmethode, die vielen Sprachen. An die Bedienungsanleitung hing ja da oben am Deckel. Das ist also bloß die Warnhinweise. Ja gut, das eine Teil haben wir eben schon gesehen, wie es aufgeklappt ist. So, kann man noch einrasten. Der Geschützstand finde ich als Spielzeug sehr geil. Kann man hier noch aufmachen, da kann man dann eine Figur reinstellen. Ich nehme mir mal den Finn. Seine Waffe muss er mal eben draußen lassen. So, oder. Oh, ganz schön tief. Geil, er kann da sogar rausgucken, wenn er ein bisschen größer wäre. So, kann man zumachen und dann sitzt er da in seinem Geschützturm und kann dann da rumballern. Achso, die schnappt man einfach nur raus. Okay. So, fahren wir einfach nur die Geschütze raus. Gut. Das heißt, wenn wir die jetzt wieder runterklappen, finden, bleibt man drin. Achso, dann können wir sie einrasten und... Zack. Okay.
Damit wäre auch dieses Rätsel gelöst. Gut, gucken wir mal hier hinten rein. Die Anbauteile hauen wir später gleich noch dran. Okay, da haben wir hier den Jerry Table. Dann haben wir hier ein... Cool. Den Durchgang, natürlich sehr, sehr winzig. Da passt gerade mal die V8 rein, denke ich mal. Ja, aber gerade so, trotz Antenne, passt er nicht wirklich. Ich sage eher, weil Droide, ne? Der Droide. Der Astromech Droide. So. Okay, zumindest eine Figur passt rein. Ist ja auch schon mal was. Hier hinten haben wir wieder ein paar Packs drin, wo die nichts haben in Packs, sondern halt diese kleinen... Haben wir es? Gut. Diese kleinen Stifte, wo man dann die Figuren draufstecken kann. Wie man sie halt auch von den Stands kennt. Hier hinten haben wir eine Nische, die das Reservebett, wollte ich schon sagen, das Krankenbett. Die Krankenstation angedeutet, wo damals auch Luke versorgt wurde, die Erstversorgung erhielt, quasi Erste-Hilfemaßnahmen. Und dann haben wir hier den Deckel, der sonst immer nur abgenommen wurde. Jetzt beim das im Legacy Falcon war es ja so, dass man die Teile nur abgenommen hat, dass die keinen Spielwert hatten. Und hier haben sie interessanterweise noch ein bisschen Innenraum reingepackt, den man hier schon mal einklippen kann. Das passt nicht so richtig. Das ist irgendwie ein bisschen... Nee, passt nicht. Aber man kann es ja zumindest dranhängen. Es geht halt nicht, rutscht halt nicht sofort weg. Und dann kann man hier... Kann die Figuren da runtergehen. Hier, Chewie, komm. So. Können hingehen, können hier noch irgendwas machen. Können da noch irgendwas machen. Das sind rote Klappen mit Packs dran. Hat aber scheinbar nichts. Scheinbar nichts zu sagen. Ne, man kann auch nicht unterhaken. Man kriegt es auch nicht. Ne, man kriegt es auch nicht rausgehebelt. Wahrscheinlich ist bloß als. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ansonsten werden solche Sachen ja lackiert. Hm. Also wenn es jetzt irgendwie einen Sinn hätte. So, dann mal das Tütchen geöffnet. Ah, ganz brutal. So brutal bin ich da sonst nicht. Jetzt schneide ich auch immer alles, aber naja. Okay, da kann das Geschütz hingebaut werden. Dann haben wir hier nochmal ein... Süß. Das andere ist dreimal so lang vom Legacy Falcon. Das Finn, komm mal wieder raus da, komm. Ende jetzt, Finn. So. Zack, runter. Hier ist ja dieser kleine Widerhaken. Und die Kanone hat das Hauptgeschütz, also eins der Turmgeschütze, hat hier noch so ein Ding. Das wird dann also da reingehakt. Gucken, wie man es macht. Das Geschütz da aufsetzen. Das Geschütz da aufsetzen. Das Geschütz da reinklippen. Das Ding rumlegen. So, und dann kann man wahrscheinlich das Geschütz drücken und dann geht die Kanone vorne hoch. Nicht. Ja. Das war doch auch was mit dem Haken, dass man den. Alles mit dem Haken. Okay, kommen wir später zu. Die Schüssel lässt sich jetzt nicht mehr knicken, wie bei dem alten Falken, sondern lässt sich halt bloß noch drehen. Aber da reingesetzt und jetzt reiße ich schon die halbe Schüssel hier ab. Ist also ein zweiteiliges Stück. Und, nee, man kann es noch nicht mal drehen. Nö. Nö, drehen ist zu teuer. Haben wir wegrationalisiert. Jetzt habe ich sie falsch reingesteckt. Na toll. So, also steckt da bloß noch drin. Man hat jetzt bloß noch die Schüssel nach vorne gucken. Kann sie also nicht drehen. Was mich jetzt noch interessiert, also hier noch ein Geschütz, wo man halt dann auch eine Figur halt dranstellen kann. Wenn die
wenn das Pack holen, naja, das passt jetzt irgendwie auch wohl nicht so, ne? Ein bisschen dicht, ne? Und zum Halten schlecht. Vielleicht hier hinten. Ich will an die Kanone, ich bin zu klein. Also dazwischen hätte vielleicht auch noch einer gepasst, aber vielleicht reicht es ja auch, wenn man dann den einfach dann mit den Händen an die Kanone klippt, wenn sie denn halten würden. Naja, es sind ja keine Greifhaken, so. Also. Gucken wir da runter. Okay, geht auch. Steht da ein bisschen in der Luft. Ja. Okay, da haben wir noch eine Kanone. Sieht ein bisschen aus halt wie das Turmgeschütz. Nur halt als ja. Kleines Projektiltool. So. Da komme ich später zu. Da hatten wir das mit dem Drücken, wo ich jetzt aber noch keinen Knopf entdeckt habe. Oder. Ach nee, das war der Knopf. Richtig. Was ist denn das hier für ein Schalter? Wo die kleine Kanone dran hängt. Was ist das denn für ein Ding? Achso, das ist der. Oh, habe ich den jetzt schon kaputt gemacht? Ich weiß es nicht. Ups, okay. So, dann steht das Ganze da raus. Gut, keine Ahnung. Aber die Dinger gehen nicht raus, ne? Das ist einfach bloß ein. Ach, jetzt klappt es hoch. Muss man hier runterklappen. Ach so, alles klar. Geht also bloß darum, dass halt die Kanone, dass die dann hochschnappt. So, paff, die Dinger raus. Aber die sitzen fest, sind auch ein bisschen kurz. Ich denke mal, da hängt denen immer noch der alte, die Colonel Viper schwört denen immer noch im Kopf rum. So, hier vorne das dicke Geschütz, da komme ich nachher noch zu, gleich zu. Und hier nochmal im Innenraum, also der Gyric Table, ein Durchgang, Krankenbett. Hier noch eine Fötus-Fürchtekammer, vielmehr so ein noch ein Stauraum, beziehungsweise ein noch so eine Schmuggelecke. Vom ollen Hahn übergeblieben. So, jetzt haben wir hier noch so ein Teil. Da weiß ich also nicht, was es ist. Ich sehe jetzt momentan auch nichts. Ich werde da erstmal dran rumspielen. Mal gucken, was das soll. Das sind ja auch noch Hebel. Also das hier ist. Gut, ich bin drauf gespannt, ob es im Film vorkommt. Das hier. Jetzt habe ich es auf grün gestellt. Als ob es ein Scanner ist oder sowas. Und man kann das Ganze auf rot stellen, dann ist es halt aus. Ich finde es auch cool, wenn man dann wieder ausschaltet, dass dann der Ton umschwenkt auf den anderen. Also dann nicht einfach nur stoppt, sondern halt dann ein anderer Ton ansetzt. Finde ich sehr, sehr nice. Das Geschütz kann man scheinbar auch hier überall anbauen. Auch an verschiedenen Punkten dann noch positionieren. Ich könnte gleich mal auf dem Karton ein bisschen spicken. Ach, da steht ja auch, was es sein soll. Schön mit dem Räuspern, aber irgendwie hat mich doch was Krankes erwischt. Ach, das ist der Hyperantrieb. Alles klar. Das ist also der Hyperantrieb. Sollte man nicht im Stehen machen, sonst so rumpelt's. Okay, die Kanone kann man halt überall anbauen. Das wollte ich halt nur mal wissen. Das Ding klappt man hoch, dann schnappt das Geschütz hoch. Das ist auch okay. So, nicht, dass ich irgendwie Feature vergesse. Ich kenne mich selbst nicht aus. So, dann haben wir. Also auf Beleuchtung haben sie komplett verzichtet. Denn beim Power of the Force 2, da waren ja hier vorne noch die Beleuchtung drin. Die jetzt also wegrationalisiert wurde. Ein paar Aufkleber sind innen schon angebracht, wo man halt schlechter hinkommt. Finde ich nett, dass sie schon mal gemacht haben. Wo man das hier wahrscheinlich alles auseinanderklippen kann. Aber ich will es nicht versuchen, vielleicht ist es auch geschraubt und dann geht auch was kaputt. Was auch fehlt, ist halt die Einstiegsluke. Da geht also nichts auf.
was irgendwie aufgehen könnte. Nee, da ist gar nichts. Beim Legacy hat man noch den Dings hinten da, das U-Boot, nein, das Escape Pod, also die Rettungskapsel hat man da drin. So, jetzt habe ich hier noch zwei Schalter entdeckt. Mal gucken, was da passiert. Ich weiß also nichts. Ah. War da gerade Licht? Da war gerade Licht. Da ist Licht. Da ist Licht. Da, Licht. Da auf dem Zielmonitor ist Licht. Hammer. Geil. Nochmal. So, ich mache es auch mal von der Seite. Sollte ja auch in den Genuss kommen, da was zu sehen. Also ein bisschen Licht haben wir doch dabei. Da, 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 da. Das ist natürlich das große Geschütz im Weg. Deswegen nochmal. Ups. Ja, geh rein da. Zack. Und. Nice. Also finde ich schon nice. Dahinter ist noch ein kleiner Knopf. Ah, da kann man noch. Oh. Also nicht schießen und starten gleichzeitig, das haut nicht hin, wie man gerade gehört hat. Da kommt er dann in Schwulitäten. So, das haben wir. So, jetzt müssten hier vorne, mussten jetzt irgendwo noch zwei Klappen sein. Und zwar diese Klappen. Wo noch was drin ist. Da ist noch was. Ah, hier sind sie. Und zwar da und auf der anderen Seite. Da auch nochmal. So, die Plattform ein bisschen an die Seite geschoben. Und zwar da. Was mich jetzt irgendwie ein wenig verwundert, denn eigentlich sollten zwei von den Nerf-Darts beigepackt sein. Bei mir ist jetzt nur einer. Oder ist der daneben gefallen? Ist der rausgerutscht? Hallo? Nerf? Nerf? Das nervt jetzt natürlich ein bisschen. Aber wahrscheinlich haben sie sich rausgenommen, weil dafür mal Batterien bekommen. Da ist auch keiner drin. Doch, da ist einer. Da ist der zweite. Hat sich nur gelöst gehabt. Jetzt halt doch mal den Antrieb still. Gut, insgesamt sind halt vier Slots für die Nerfs da. Aber es sind nur zwei beigepackt. Ich weiß nicht, ob es jetzt so für Hasbro so aufwendig gewesen wäre oder so teuer gewesen wäre, wenn sie es nochmal zwei beigepackt hätten. Aber die meinen wahrscheinlich, na gut, man kauft sowieso nach. Dann übrigt sich das. So, jetzt mache ich das Geschütz hoch. Dann fütter ich mal das Geschütz mit einem Nerf. So, wieder runter, zu. Nö. Macht da jetzt gar nichts. Wo ist denn der Abfeuermechanismus? Den Nerf hier nicht rum. Ich schieb den mal rein. Ach so. Ah, das ganze Rohr reinstecken. Okay. So, also nochmal hoch das Ding. Los. Ja, das ist weit geflogen. Aber wahrscheinlich habe ich den zu fest reingesteckt. Also, nochmal das Ganze von vorne. Also, Dart. Lose reinstecken. Geschütz laden. Also das Ding nach hinten drücken. Zack. Runter mit der Kiste. Klappen zu. Schalter betätigen. Hochgefahren und. Geil. Finde ich gut. Finde ich gut. Aber ein bisschen mehr Bums könnte er irgendwie haben, ne? Finde ich jetzt ein bisschen. Okay, da kann man schon besser. Muss ich wahrscheinlich erst ein bisschen einpendeln. Sammle ich später auf. Ja, gut, jetzt mal so ein kleines Resümee quasi. Ich finde es als Spielzeug super. Ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt die Landeklappe nicht dran ist. Achso, die Figuren ins Cockpit passen. Das ist natürlich auch mal so ein heikles Ding. Denn wir haben jetzt den großen Chewie, der da irgendwie untergebracht werden muss.
Hat ein bisschen Probleme mit dem Schädel und mit den Griffeln. Da müssen wir ein bisschen hochhalten. Also Shiumi hat jetzt schon ein bisschen Probleme, auch nach hinten sich zu lehnen. Aber warum klappt man das nicht einfach hoch, wenn da schon mal die Möglichkeit besteht? Dann schieben wir die Figur halt so rum rein. Aber auch da hat Shui ein wenig Kopfprobleme. Und wenn jetzt der Finn noch dazu kommt, dann wird es dem C-Punkt-Spross doch ein wenig eng werden, schätze ich mal. Da hat es sein Vater schon ein bisschen einfacher gehabt, als nur der Ninu neben ihm gesessen hat. War schon interessant, dass der Sohnemann jetzt den Falken fliegt mit der neuen Schüssel, der Papa verantwortlich ist. Ja, es ist halt ein bisschen kuschelig geworden, ne? Ist halt ein bisschen mauschelig im Cockpit. Zugehen tut's, glaube ich. Zugehen tut's, wenn man es dreht. Oh. Okay. Dann folgt jetzt mal der Test auf Herz und Nieren. Das Geschütz. Mal gucken, ob das müsste eigentlich hier reinpassen. Ich das mal hier hinten einbauen. So, ich habe es jetzt da hinten mal reingesteckt. Dann. Achso, die Waffen kann man natürlich dann logischerweise. Ist ja perfekt. Wo waren jetzt die da? Wenn sie da reinpassen? Wenn sie denn reinpassen. Doch. Eins, zwei. Also die Waffe von Finn, ja, müsste man später sehen, wenn der Film angelaufen ist. Also wie gesagt, Beleuchtung keine mehr da. Aber dafür andere nette Gimmicks. Ein bisschen Geräusch hat er auch. So, jetzt hoffen wir mal, dass ich den wieder gut platzieren kann hier. Okay, da ist er eingerastet. Da ist er auch eingerastet, da kann er nicht mehr rausfallen. Von der Schlüssigkeit, von der Bündigkeit ein bisschen. Naja. Passiert halt. Da Passgenauigkeit ist nicht ganz so geschickt gelöst. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass die Klappe jetzt auch hält, dass sie jetzt nicht wieder aufspringt. Dass sie also schon gut einrastet. Denn man will ja auch mal das Ganze über Kopf laufen lassen. Da schießt der Fall. Siehst du? Und wenn der jetzt. Im Kinderzimmer rumfliegt. Gut, ein paar Sachen gehen halt auf. Die Kanone ist dann auch wieder hochgerutscht. Aber ich glaube, das war eben auch schon eine Belastung. Obwohl, wenn, weiß nicht, ich damals da fliegt er auch schon mal dann aufs Bett. Natürlich mit weißen Bettlaken bezogen, damit man Hoss nachspielen konnte. Obwohl er nie auf Hoss gewassert ist, also gesnowt ist, hat man es trotzdem mal so gemacht. Also. So. Also im Großen und Ganzen finde ich den echt tofte. Ich war zuerst ein bisschen skeptisch, ob ein kleiner Falke nach dem Großen nicht eine Riesenenttäuschung wäre. Das ist schon wieder hoch in die Kleine. Weil die Kleine ist Silber. Die für die Details und die Große ist halt schwarz. Und die Schwarze sieht man dann leicht. Ob ein kleiner Falke jetzt wieder nach dem Legacy-Falken so gut ankommt, beziehungsweise einen quasi befriedigen kann. Auf sammlertechnischem Gebiet. Es ist jetzt kein, muss man dazu sagen, ist kein Sammelobjekt. Ist ja auch nicht dafür hergestellt. Waren die Sachen von Kenner damals auch nicht. Es hat sich halt so ergeben, dass man halt dann angefangen hat, die Produkte zu sammeln, beziehungsweise auch aufzuheben und auch zu pflegen. Wie halt auf vielen anderen Gebieten auch. Ich glaube, das Einzige, was es so gibt, sind Sammeltassen und diese ganzen Sammeldinger und der aus Teenie. Aber komischerweise, da wo Sammel draufsteht, macht sich der Preis nicht so hoch. Ne? Das ist irgendwie komisch. Der Sammler lässt sich also nicht vorschreiben, was gesammelt wird und was nicht, sondern er sucht sich dann sein Gebiet. Aber nochmal zu dem. Solide verarbeitet. Die Teile könnten ein bisschen fester sitzen.
wenn man halt großartig rumturnt, wie ich es gerade mit dem Teil gemacht habe. Muss man ihn haben, muss jeder selber entscheiden. Preistechnisch kostet er normal so 159 Euro und ich habe ihn geschossen für 89 Euro bei Kaufland. Das war für mich gleich so ein Mitnahmeaspekt. Für 159 hätte ich ihn nicht gekauft, das muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür ja, ist er mir einfach zu klein und einfach mal so, um noch ein Andenken halt an The Force Awakens zu haben, wäre mir der dann doch schon zu klein und auch zu spielzeugmäßig gewesen. Aber als betrachtet als Spielzeug absolut geil. Also mir gefällt der wirklich sehr gut. Die ganzen Sachen, die man rausklappen kann, klar, was der Falke halt nicht hatte, aber was halt wieder den Spielzug ausmacht, das Spielen befördert, beflügelt. Man hat so ein bisschen Bling-Bling auch mit dran. Man hat drei Figuren, die super toll gestaltet sind, mit dabei, die sich auf jeden Fall auch lohnen und die auch dann wahrscheinlich auch wieder nur in diesem Paket mit enthalten sind. Denn der BB-8, den es einzeln gibt, das kann ich schon mal vorweg sagen, obwohl ich den noch beschreiben werde, ist ein anderer. Es ist so, den es beziehungsweise auch ein 2-Pack, nee, ist ein 3-Pack, wo der mit bei ist, weicht ein wenig von dieser Version ab. Zumindest in der alten Ausführung. Ja, mittlerweile gibt es auch schon wieder eine Erneuerung und bin gespannt, wann die erste Vagi vom Falken auftaucht. Nein, ich bin also nicht so auf Vagis eingestellt. Die normalen Sachen reichen mir. Und ja, es lässt sich jetzt andere weiter dazu sagen, als ich finde ihn toll, als Spielzeug, super. Ich werde mir auch hinstellen. Er ist nicht jetzt unbedingt für die Vitrine, da kommt der Große dann wieder rein. Genau wie mit den vielen Sachen, mit den großen X-Wings, die es gegeben hat. Von, ja, selbst der letzte, der war noch ein richtiger schöner Klopper. Aber zu den X-Wings später. Heute war der Falke dran und ich sage mal top. Ich finde ihn toll. Was andere zu sagen, weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt keine Reviews darüber angeschaut, einfach auch um unbeflügelt an die Sache ranzugehen, wie immer. Spoilern kann ich mich immer nachher lassen, also kein Spoiler mehr. Gut, würde mich freuen. Erstmal danke, dass ihr reingeschaltet habt und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid, wenn ihr einen Daumen oben lasst und vielleicht auch einen Abo-Knopf mal drücken würdet. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Freue mich auf euch. Tschüss. Jetzt bin ich doch mal nochmal. Also jetzt bin ich doch mal ganz kurz da. Ich habe eben gerade beim Händeln des Falken, als ich mal ein bisschen noch eben rumgespielt habe, noch festgestellt, der Sound ändert sich, wenn man im Flug in die Kurven geht. So, ich starte das Ding eben nochmal. So. Fluggeräusch. Normal. Also ganz ehrlich, ich mag den Kleinen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.